Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium haben wir eben vom Glauben an Jesus gehört. Und zwar in einer Sprache, die nicht ganz die unsere ist, eben in der Sprache des Evangelisten Johannes. Das hört sich so an, als ob Glaube viel mit wahren Sätzen zu tun hat. Glaube scheint dabei als eine Sache des Kopfes zu sein. Doch wir haben auch den Satz: Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Und diese Formulierung sagt uns, es geht um mehr als nur um unser Reden und Denken. Es geht auch um unser Handeln. Gottes Wahrheit muss unser Leben durchdringen und uns verwandeln. Denn beim Glauben kommt der ganze Mensch mit ins Spiel. Und wie schön ist es, wenn Menschen, die nur noch wenig von Gott und von Jesus wissen, aber im Leben von Glaubenden lesen und erfahren, wer und wie Gott ist. Beim Bekennen des Glaubens gilt es zweierlei. Da ist einmal das Bekenntnis des Glaubens, das wir häufig im Sonntagsgottesdienst beten. Und daneben gibt es auch ein anderes Glaubensbekenntnis, das in unserem Leben deutlich wird. Es kann nämlich passieren, dass ich mit meinem Leben dem widerspreche, was ich mit meinen Worten bekenne. Und so bleibt dieses die Wahrheit tun eine ständige Einladung an uns. Auch bei Jesus geht es nicht nur um Reden über die Wahrheit. Vielmehr sagt er: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Bei ihm stimmen Reden und Tun vollständig überein. Seine Wahrheit ist sein ganzes Leben, seine Menschwerdung im Stall von Bethlehem, seine Worte vom Kommen des Gottesreiches, seine Zuwendung zu den Menschen, ja seine Heilungswunder, sein Tod und Kreuz und seine Auferstehung. Das alles können wir aus dem Satz des heutigen Evangeliums heraushören. Gott hat seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt, nicht damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Die Wahrheit des Lebens Jesu, die Wahrheit, die er tut, heißt Rettung. Die Menschen, mit denen Jesus zusammenkam, haben seine rettende Kraft gespürt. Sein Wort vertrieb die bösen Mächte, die Menschen knechtete. Sie konnten wieder freier leben. Gekrümmte und Gelebte richteten sich auf. Ausgestoßene fanden in die menschliche Gemeinschaft zurück. Jesus aß mit Zöllnern, Sünderinnen und Sündern. Er verkündete die Vergebung Gottes und vor allem erlebte sie. Dieses Wort, dass er gekommen sei, nicht um zu richten, sondern um zu retten, ist für wahr eine frohe Botschaft für uns, ja, die uns aufatmen lässt und froh macht, passend zum heutigen Sonntag Letare. Ich brauche nicht zu verzweifeln, auch wenn in mir allerlei kaputt und zerbrochen ist. Wenn ich immer wieder scheitere, schenkt Jesus trotzdem Hoffnung, Freude und Zuversicht. In dieser Gewissheit lebend, kann ich ehrlich sein, auch mit meinen Schwächen, mit meiner Schuld, mit meinen Unzulänglichkeiten. Ohne Angst kann ich meine Fehler annehmen, eingestehen und mich immer neu auf den Weg machen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus also nicht richtet, sondern rettet, kommen auch wir in die Lage, Menschen so zu begegnen, wie er es getan hat. Wenn wir anfangen, Wahrheit zu tun, kann auch von uns Rettung ausgehen. Dann werden wir zum Beispiel anders über unsere Mitmenschen denken und reden. Wir können anfangen, das Positive an unsere Nächsten wahrzunehmen und Vorurteile nicht mehr zu glauben. Es wird für uns nicht mehr möglich, zum Beispiel bei Mobbing mitzumachen. Wir müssen auch keine Schuld mehr auf andere schieben. All das
hat mit der Wahrheit des Lebens, ja, unseres Lebens zu tun, mit unserem Glauben und mit unserem Gottesverständnis und auch mit der Hoffnung, die uns trägt. Das heutige Evangelium spricht sehr eindeutig über Richten und Retten. Es täte uns so gut, wenn die Priorität des Rettens bei uns Christinnen und Christen immer deutlich und klar zum Vorschein käme. Jesus weiß sehr genau, wie wir sind. Und trotzdem ist es ein großes Anliegen, uns zu retten. Diese frohe Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, sollte uns bestärken, andere in die rettende Nähe von Jesus zu führen und so die Wahrheit zu tun, damit wir alle aus der Dunkelheit heraus zum Licht kommen. Amen.